Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr aus den Materialien in der Tüte einen Mund-Nasen-Schutz nähen könnt. Diesen könnt ihr waschen und immer wieder verwenden. Zuerst schneidest du Teil 1 und Teil 2 des Schnittmusters aus. So sollte das am Ende dann aussehen. Jetzt bestreichst du die Klebekante mit Kleber und klebst Teil 2 auf Teil 1. Fertig ist das Schnittmuster. Jetzt legst du das Schnittmuster auf deinen Stoff und umrandest es mit einem Abstand von 1 cm. Dieser Zentimeter ist dann die Nahtzugabe. Jetzt schneidest du den Stoff am besten mit einer Stoffschere aus. Damit fertig, faltest du die beiden schönen Seiten des Stoffes aufeinander. So sollte dein Stoff jetzt aussehen. Mit der Schere kannst du Ungleichmäßigkeiten noch einmal ausbessern. Nun bügelst du den Stoff von beiden Seiten. Mit Stecknadeln oder kleinen Clips fixierst du nun die kurzen Kanten viermal und die eine lange Kante. Nun geht's ans Nähen. Keine Angst, das geht auch ohne Nähmaschine. Ich zeige dir hier wie. Steche von hinten mit der Nadel in deinen Stoff ein. Ziehe den Faden nicht ganz durch. Dann stichst du etwa 3 mm weiter wieder durch den Stoff. Steche die Nadel von hinten wieder 3 mm weiter durch den Stoff. Nun gehst du 3 mm zurück und stichst die Nadel wieder nach hinten. Steche die Nadel nun 3 mm weiter vom letzten sichtbaren Stich durch den Stoff und wieder 3 mm zurück. 6 mm nach vorne und 3 mm zurück. Wenn du eine Nähmaschine hast, benutze diese. Damit geht's viel schneller. Stelle einen Geradstich ein und nähe entlang aller Kanten, die wir markiert haben. So sollte dein Stück Stoff nach dem Nähen aussehen. Vernähe die Fadenenden und schneide diese ab. Die zwei seitlichen Kanten sind offen und dienen uns nun zum Wenden. Stülpe den Stoff so um, dass du die schönen Seiten des Stoffes wieder siehst. Die Nahtkanten verschwinden im Inneren. Achte darauf, auch alle Ecken rauszudrücken.
Nun wird nochmal von beiden Seiten gebügelt. Messe nun von den beiden langen Kanten etwa 4 cm ab und knicke die Kanten um. Zum Fixieren benutzt du wieder die kleinen Klammern oder Stecknadeln. Jetzt wird nochmal gebügelt. Nun schlägst du die beiden offenen Kanten einmal um etwa einen halben Zentimeter um und dann um einen Zentimeter. Fixiere das Ganze wieder mit Klammern oder Stecknadeln. Jetzt nähst du die beiden so entstandenen Umschläge knapp an der Kante mit einem Geradstich ab. Musst du die Fadenenden wieder vernähen und dann abschneiden. Die 4 schrägen Laschen klappst du nun zur weißen Naht hin um und steckst sie fest. Nun nähst du die Laschen auf beiden Seiten parallel zur weißen Naht mit einem Geradstich fest. Und wie immer Faden vernähen und abschneiden. Nun geht's ans Gummiband. Du brauchst 2 etwa 24 cm lange Stücke davon. Um das Gummiband durch den Stofftunnel zu bekommen, benutzt du am besten eine Sicherheitsnadel und stichst das Gummi darauf auf. Schiebe nun die Sicherheitsnadel durch den Stofftunnel. Jetzt musst du deine beiden Gummibänder nur noch jeweils zu einem Ring vernähen. Mit der Maschine benutzt du dafür einen Zickzackstich, mit der Hand nähst du einfach ein paar Mal hin und her.
Fadenenden werden wieder vernäht und dann schneidest du sie ab. Um die Nahtstelle zu verstecken, schiebst du sie einfach in deinen Stofftunnel. Und fertig ist deine Mund-Nasen-Maske.